Was macht ein Hörgeräteakustiker? Ein Hörgeräteakustiker ermittelt mit einem Hörtest, wie gut oder wie schlecht jemand noch hören kann. Der Akustiker macht einen Hörtest, gerne auch im Beisein von einem Angehörigen, und ermittelt dann, wie gut oder wie schlecht hört derjenige noch. Wenn er jetzt schlecht hört, kann man verschiedene Hörgeräte ausprobieren, und das Hörgerät, mit dem derjenige am besten hört, bekommt er erst einmal zur Probe, dass er sich mal einfinden kann, ist das was für mich, klappt das auch im Alltag. Das sollte man immer erst mal probieren, und sehr, sehr oft stellen sich schöne Erfolge ein. Was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich schlecht höre, es aber nicht genau weiß? Ich kann jederzeit zu einem Akustiker ins Geschäft gehen und kann dort vor Ort einen Hörtest durchführen lassen. Dieser Hörtest ist in der Regel kostenlos, und man bekommt direkt auch mal einen Einblick, höre ich schlecht oder ist vielleicht auch nur Ohrenschmalz im Ohr, und dann wird der Akustiker das einem auch sagen. Der Akustiker schaut auch jedes Mal in das Ohr rein und wird dann gegebenenfalls an den Hals-Nasen-Ohrenarzt überweisen. Wenn ich jetzt aber nicht laufen kann, sitze vielleicht im Rollstuhl, ich bin bettlägerig und habe nicht die Möglichkeit, zum Akustiker zu gehen, weiß aber, ich höre eigentlich schlecht, darf das auch kein Grund sein, dass man sagt, dann habe ich eben Pech gehabt, sondern dann kann man den Akustiker anrufen. Viele Akustiker machen auch Hausbesuche und kommen dann ins Haus und können vor Ort feststellen, mit einem Hörtest, der dort durchgeführt wird, höre ich noch gut oder höre ich nicht mehr gut. Die Versorgung mit einem Hörgerät erfolgt allerdings immer in Zusammenarbeit mit einem Hals-Nasen-Ohrenarzt. Die Ursachen für schlechtes Hören. Schwerhörigkeit kann viele Ursachen haben. Es können Mittelohrentzündungen sein, es können otosklerotische Veränderungen sein, das heißt, die Gehörknöchelchen sind irgendwo versteift. Es gibt Medikamente, die wirken sich unter Umständen auch auf das Gehör aus. Unfälle können eine Ursache sein, erblich bedingte Schwerhörigkeiten gibt es. Was ganz wichtig ist, manchmal ist die Ursache auch etwas ernster. Das heißt, wenn Sie einen Bewohner haben, der von heute auf morgen darüber klagt, dass er jetzt nichts mehr hört auf einer Seite, der aber sonst wirklich immer gut gehört hat, dann sollte man das ernst nehmen und denjenigen bitte schnellstmöglich dem Hals-Nasen-Ohrenarzt vorstellen. Das könnte unter Umständen ein Hörsturz sein. Und nur durch eine schnelle Abklärung vom Hals-Nasen-Ohrenarzt und Behandlung kann man eventuell verhindern, dass ein bleibender Hörschaden auftritt. Manchmal ist die Ursache aber auch ganz harmlos, dann ist es einfach nur Ohrenschmalz, und wenn das entfernt wird, hört derjenige wieder gut. Die häufigste Ursache für eine Schwerhörigkeit ist der Verschleiß. Das ist ganz normal, im Alter werden die Augen schlechter, die Ohren schlechter, und das ist so die häufigste Ursache, und da kann man mit einem Hörgerät oft gut helfen. Schlechtes Hören hat oft ziemliche Probleme für denjenigen zur Folge. Wenn jemand schlecht hört, dann gibt es oft Missverständnisse. Ich rede jetzt vor allen Dingen so vom Pflegebereich. Wenn jetzt eine Pflegekraft reinkommt und sagt, guten Morgen, Frau Müller, morgen werden Sie geduscht. Und Frau Müller versteht, am Montag werde ich geduscht. Sie sagt dann zu ihren Angehörigen, die ganze Woche kommt keiner. Und sie hat es einfach nur falsch verstanden. Oder sie hat es gar nicht verstanden und sagt, man hat mir gar nicht Bescheid gesagt, ich weiß gar nicht, dass ich geduscht werde. Also wenn ein Mensch schlechter hört, dann wird oft der Umgangston lauter, und damit meine ich auch rauer. Also man sagt dann dreimal, liebe Frau Müller, bitte ziehen Sie Ihre Schuhe an, das Essen ist fertig. Und nachdem man das dreimal gesagt hat, sagt man vielleicht irgendwann, Schuhe anziehen, Essen ist fertig. Man meint genau dasselbe, aber es wird natürlich im Ton nach und nach etwas rauer. Die Folge von einer Schwerhörigkeit, man wird misstrauisch, man zieht sich zurück. Viele Schwerhörige möchten dann nicht mehr in so Angebote wie Gedächtnistraining, Sitztanz gehen und sagen, ach, das ist nichts mehr für mich, ich möchte da nicht mehr hin,
letztendlich ist es einfach nur eine Sache der Kommunikation. Man hat Angst, man versteht wieder was falsch, man wird vielleicht ausgelacht und zieht sich dann zurück und vereinsamt dadurch oft. Und solche Sachen können mit einem Hörgerät oft ganz einfach gelöst werden.